Ich habe den Eindruck, dass alle konzentriert sind, dass alle auch wieder Lust haben, Fußball zu spielen nach der kurzen Pause und gleichzeitig auch die Situation ernst nehmen, weil wir schon ein paar Themen in dieser Woche auch besprechen müssen. Ja, es ist ja so, dass man in der Pause jetzt auch mal die Gelegenheit hat, sich alles nochmal anzusehen, die Spiele nochmal nachzubereiten, auch nochmal mit ein bisschen Abstand die Sachen betrachtet. Und es geht schon darum, dass wir torgefährlicher werden. Ja, wir haben jetzt in den letzten Spielen weniger Tore geschossen. Wir wollen offensiver trotzdem auftreten und gleichzeitig gilt es auch, die Defensive nochmal zu stabilisieren. Und darauf wird es jetzt die Woche ankommen, dass wir detailliert in den Einzelsituationen arbeiten. Wann verteidigen wir, wann gehen wir hin und wann lassen wir auch weg. Und in der Kombination kann es dann auch wieder erfolgreich werden. Der David Savic und der Daniel Bunk, die sind jetzt wieder dabei, die waren im Sommer auch schon dabei. Bei Botze wird schon noch eine ganze Weile dauern, die Rippenbrüche sind doch in der Anzahl sehr groß und das dauert einfach, bis es wieder verheilt. Und bei Hoffi wird es besser, aber es ist jetzt auch so, dass er nicht kurzfristig zur Verfügung stehen wird, deswegen die beiden werden es noch lange ausfallen, aber Adam wahrscheinlich länger als Hoffi. Für David war es jetzt einfach ein gutes Gefühl, dass er wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Heute auch das erste Mal wieder auf dem Platz. Er macht einen guten Eindruck, er ist fit, er war sehr fleißig in der Reha in Polen. Und jetzt schauen wir, wie er die Belastung verkraftet. Aber ich habe ein gutes Gefühl, er ist mit Energie da und das werden wir auch für die Rückserie brauchen. Mani erfüllt alle Voraussetzungen, die wir für uns festgelegt haben. Er ist sehr erfahren, hat viele Stationen auch schon gehabt und soll einfach seine Erfahrung mit ins Trainerteam bringen. Ich habe ihn jetzt kennengelernt, dass er sehr aufgeschlossen ist, dass er auch sehr akribisch schon vorbereitet ist und wir jetzt auch die ersten Trainingseinheiten gut miteinander bestritten haben. Ja, wir werden gerne gefahren, das muss ich ehrlich zugeben, weil wir da gute Möglichkeiten gehabt hatten, gut zu trainieren, inhaltlich zu trainieren. Und jetzt ist die Aufgabe, das hier zu machen. Das war jetzt auch ein bisschen Planungsaufwand die letzten zwei Tage, aber mir war wichtig, dass wir jetzt viel Zeit in der Woche zusammen verbringen, dass wir das Trainingslager sozusagen hier nach Düsseldorf transportieren. Aber wir werden vorbereitet sein und wir werden die Zeit jetzt nutzen, um uns dann gegen Werder Bremen auch gut messen zu können.